Also ich bin die Gabriele Hofmann-Schmidt, bin wie gesagt die Tochter von der Künstlerin. Ich bin da sehr stolz darauf auch. Sie ist eine ganz besondere Person und wir sind aus der Schweiz. Wir sind auch aus Basel angereist gestern. Und ja, da sind wir jetzt und freuen uns unglaublich über das Buch, darf ich da schon sagen, und über diese Solo-Ausstellung, auch die Bilder alle zu sehen. Und immer, ja, es ist immer wieder ein Erlebnis, ja. Also es war interessant, ich wollte eigentlich seit Jahren, wollte ich ein Buch über meine Mutter machen, über die Künstlerin, über ihre Bilder, ihren Werdegang. Und ja, wie es so ist, man hat immer zu wenig Zeit. Und ich bin ja auch, ich bin Rechtsanwältin, ich bin auch voll berufstätig, Kinder und so. Und ich habe auch wirklich auch mal mit ihr so Interviews gemacht und dann aus ihrem Leben aufgeschrieben. Wobei eben, ich habe immer die Idee von einem Buch gehabt und ich glaube da auch stark dran, dass wenn man sich mit etwas befasst, dann irgendwann kommt's. Und jetzt ist viel, viel schöner gekommen, als ich mir je vorgestellt hätte, weil eben, ich hätte ja nie ein Buch in dieser Tiefe und Qualität und auch Ausführlichkeit erstellt. Bei mir wäre es einfach mehr die Biografie gewesen und ihre Bilder. Und also von daher war die Idee war wenig neu, aber viel, viel besser. Und ich habe ihr das dann natürlich auch gesagt. Und sie ist ja ein unglaublich bescheidener Mensch. Und ich sagte, ja, was ein Buch, was wollt ihr denn da alles schreiben? Ich mal ja nur. Also, ja, das ist aber was ganz Besonderes. Und ja, sie hat die Buchentstehung nicht so mitbekommen. Ich habe ihr zwar ein bisschen als erzählt und auch mal ein bisschen was vorgelesen vom Text, aber sie hat wie das Ganze nie, sie hat sich das nie in dieser Dimension vorgestellt. Und ich habe dann schon auch beim Text, bei den Übersetzungen habe ich einen Teil, habe ich auch mitgewirkt und ich habe es dann wirklich gekannt. Und trotzdem war es nie das ganze Buch, man sieht. Und jetzt ist ja fertig geworden auf ihrem Geburtstag. Und das war schon was ganz, und sie hat dann wieder wie nicht dran gedacht. Sie hat, ich habe das schön eingepackt, die Bücher. Und dann habe ich das gegeben. Und sie wusste nicht, was es ist. Ich dachte, sie weiß jetzt eh, was es ist. Und zwar aber nicht so. Und dann hat sie es wirklich ausgepackt. Und da war ich mir so, ja, das ist ja mein Bild. Und sie hat gesagt, ja, das ist dein Buch. Ach, das ist mein Buch. Das ist ja unglaublich. Das ist mein Buch. Und da war sie dann schon wirklich berührt und auch es war was ganz Besonderes für sie. Ja. Also erstmal ist es wunderschön, die Bilder so ausgestellt zu sehen. Und obwohl ich einerseits sage, meine Mutter ist sehr bescheiden, das ist sie auch, hat sie aber von Anfang an immer gesagt, meine Bilder sind etwas für große Galerien. Das hat sie immer gesagt. Und ich will sie gar nirgends ausstellen, weil irgendwo in was Kleinem oder quasi so in Cafés oder irgendwie, also gar, das passt nicht. Dann lassen wir die Bilder hier. Also sie hat sich nie bemüht, dass es auch, aber sie hat immer gesagt, etwas so quasi entweder in einer richtigen großen Galerie, wo sie wirken und sonst nicht. Und wenn ich jetzt auch das sehe und auch sie, haben wir schon Freude, weil man braucht eine gewisse Distanz auch zu den Bildern, sonst wirken sie nicht. Und ja, das zu sehen ist schon wunderschön, ja. Und auch mit der Beleuchtung, ihr habt sie auch wunderschön arrangiert. Und was ich noch sagen wollte, ist auch, wir wissen natürlich dann wieder zu gewissen Bildern noch mal viel mehr vom Hintergrund, auch so Bilder, wo dann im Buch beschrieben sind, wo ich dann auch zu Kalschi, zu meiner Mama gesagt habe, weißt du, eigentlich, wir wissen noch viel mehr. Wir können eigentlich da noch so viel zusätzlich noch erzählen. Wir wissen ganz genau, was sie uns da erzählt hat. Nicht zu allen Bildern, aber doch ein paar. Ist noch eine besondere zusätzliche Geschichte dahinter. Und denke ich, das macht es schon spannend. Da fühlen wir uns auch besonders, dass wir da wie noch, ja, dass halt dieser persönliche Kontakt haben, ja. Wir haben, es war ein geschäftlicher Kontakt mit einem, mit Guo Sheng, er war auch hier, also aus China, wo wir zusammen arbeiten. Und ich weiß eigentlich gar nicht warum, ich habe ihn wirklich spontan zu einem Tee zu meiner Mama zu Hause eingeladen, weil sie hat immer so eine, seit Kind, so eine Affinität zu China gehabt. So Kultur, wie man die Blumen steckt, die Farben, das hat sie ein Leben lang begleitet. Und ja, wo der Guo Sheng hier war, habe ich gesagt, komm, wir gehen doch zu mir, es hat noch Zeit gehabt, zu meiner Mama einen Tee trinken. Und dann hat er ihre Bilder gesehen und er war hin und weg. Also wirklich persönlich berührt.
Und dann hat er gesagt, ja, ob wir auch schon in großen Galerien ausgestellt haben. Dann habe ich gesagt, nein, wir haben zwar schon auch Ausstellungen gemacht, aber jetzt nicht so in der Galerie. Und dann hat er gesagt, er kennt jemanden, hat dann den Kontakt hergestellt. Und dann irgendwann hat er sich dann wirklich der Nuri gemeldet. Und ich dachte, ja, weiß ich auch nicht, gell, man kennt sich nicht. Und dann ist er gekommen. Und so nach ein, zwei Minuten, was ich im Bild angeschaut habe, habe ich auch so das Gefühl gehabt, ihm gefallen sie wirklich. Er sieht etwas da drin. Und er war dann auch, er war wirklich begeistert einfach. Und das war schon schön, das hat mich auch unheimlich gefreut für die Künstlerin, weil wir haben alle gesagt, die Bilder sind schön, aber er war jemand, wo das noch mal viel mehr Wert hat, weil er quasi vom Fach ist und das wirklich versteht. Und er hat dann diese Bilder auch so wie eingestuft und erklärt und erläutert und was er sieht. Und das macht es dann noch viel, viel wertvoller. Und diese Anerkennung ist wunderschön. Ich habe es gar nicht gekannt. Ich habe vorher nicht groß gegoogelt, was Pashmina Art ist. Und ich habe mir auch nicht so viel versprochen. Also ich dachte, ja, ich bin immer offen, freue mich und so. Und er hat dann auch uns angeboten. Er hat gesagt, nein, diese Bilder, die können doch nicht einfach nur hier sein. Das muss die Welt sehen, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann waren wir so lustig. Wir haben auch so also klar, einen großen Keller und so, wo eine Künstlerin wohnt. Und haben sie gesagt, ja, wir haben da auch noch Bilder, wenn wir noch mal schauen will. Er sagt, ja, unbedingt und so. Dann haben wir die auch angeschaut, war auch begeistert. Und danach habe ich so zugeschlossen und sage, ja, schließen Sie nur gut ab. Dachte ich, okay, wow, da ist vielleicht wirklich was ganz. Also ich habe es immer besonders gefunden, aber das auch von jemandem zu hören, der rauskommt definitiv und vom Fach ist, das war schon schön, ja. Irgendwie hat sie dann auch gesagt, vielleicht ist es auch kein Zufall. Kein Zufall, dass die ersten wirklich großen Ausstellungen in China sind, weil ich mich halt ein Leben lang damit befasst habe, ja. Nicht politisch, aber einfach mit dieser Kultur und das hat sie immer fasziniert, ja.